Dankeschön. Ein etwas abruptes Ende. Aber ich glaube, wir haben alle diese Stimmung und ich hoffe, wir haben auch alle diese Einstellung. Wir lassen uns das Denken und unsere Gedanken, unser freies Denken nicht verbieten. Ja, wie der Eckbert schon angeschnitten hat, wurde ich also sehr kurzfristig hier eingeladen, nämlich gestern irgendwie in der Trier, rief er bei mir an und sagte, ja du, die Phaser hat unsere Bühne immer noch nicht rausgerückt, könntest du hier kurzfristig einspringen? Und wie ihr sicherlich euch denken könnt, es ist eine Woche vor der Wahl, wir stehen natürlich alle mitten im Wahlkampf und eigentlich hatte ich für heute was ganz anderes mir vorgenommen, aber dann habe ich erfahren, dass das die endlich mal eine Demo ist, wo es geklappt hat, dass hier parteiübergreifend zusammengearbeitet wird, wo AfD und Freie Sachsen gemeinsam dastehen, noch dazu dann mit Kompakt und vielen anderen Vertretern, zum Beispiel eben jetzt auch mit mir, wo ich gesagt habe, das ist genau das, wofür ich 4 Jahre lang gekämpft habe und auch weiter kämpfen werde. Dass wir nämlich die Distanziererei, die Denkverbote, die Kontaktverbote, all diese gesellschaftszersetzenden faschistischen Methoden, die diese rot-grünen Faschisten uns aufdrücken wollen, die der öffentliche Rundfunk uns aufdrücken will, dass wir bei diesen dreckigen Spielen nicht mitmachen, sondern Hand in Hand zusammenarbeiten. Und deswegen war es mir eine Herzensangelegenheit und ich musste gar nicht lange zögern. Ich habe gesagt, okay, dann mache ich meine Wahlkampftour heute Vormittag, rüste schnell meinen Wagen um und dann komme ich hierher gedüst nach Delitzsch und unterstütze euch mit Bühne und Technik. Und ich hoffe, euch gefällt das, ich hoffe, ihr genießt das und ich hoffe, ihr tragt das dann auch nach Hause, in die Familien, zu den Freunden, in die Vereine, in euren Freundeskreis, damit sich diese Vernunft, dieser Gedankengang am 1.9. auch im Wahlergebnis hier in Sachsen niederschlägt. Das ist das Entscheidende. Wir in Sachsen haben die einmalige Chance. Wir waren der politischen Wende seit 1989 noch nie so nahe wie dieses Jahr. Wir können es schaffen und Sachsen, insbesondere Sachsen, geht hier wirklich mit gutem Beispiel voran. Wenn wir uns alle überwinden, wenn wir selber nochmal uns jetzt in der letzten Woche ein Stück hinauswagen auf das Eis oder auf die dünnen Bretter und dann doch mal vielleicht das Gespräch mit den Nachbarn suchen oder mit dem Vereinsfreund, der vielleicht nicht immer ganz unserer Meinung war, dann können wir es schaffen und dieses Jahr in Sachsen die politische Wende einläuten. Denn dass es dringend ist, ist, glaube ich, vor allen Dingen uns in Sachsen hier im Osten, aber natürlich auch generell im Osten, Thüringen, Brandenburg, Meck-Pomm, uns allen klar. Der Westen hingegen, der schläft noch. Der Westen schläft in seinen Dornröschenschlaf und muss anscheinend auf die schmerzhafte, auf die bittere Tour erst lernen, dass es 11:55 ist. Ich frage den Westen, wie viel Solingen muss es noch geben, bis ihr endlich aufwacht? Wie viele von euren Frauen, von euren Töchtern, von unschuldigen Menschen, eben von Polizisten wie in Mannheim, müssen noch sterben, damit dieser Irrsinn, dieser rot-grüne, faschistisch-ideologische Irrsinn endlich ein Ende hat? Es ist allerhöchste Zeit, dass wir das Leben, und jetzt kommt das Wort, was ich vorhin schon gesagt habe, war ich mit meinen Gedanken schon etwas voraus. Wir müssen das Leben unserer Mitmenschen, wir müssen das Leben unserer Familien schützen. Wir gehen hier im Osten mit gutem Beispiel voran. Wenn ich im Ausland mit Freunden spreche oder hier sogar Ausländer, die hier eben als Touristen zum Beispiel sind, uns besuchen, wenn die mich mit meinem Wagen vorbeifahren ziehen, mit meinem Wahlkampfwagen hier, dann kommen die auf mich zu und sagen, ein Glück, dass es euch hier im Osten gibt. Ein Glück, ihr seid aufgewacht.
ihr seid nicht solche Trantüten, ihr lasst euch hier nicht verblenden von dieser rot-grünen Ideologie. Haltet durch, macht weiter. Das sagen Luxemburger zu mir, das sagen Norweger zu mir, das sagen Engländer zu mir. Jeder da draußen lacht über diese rot-grüne, völlig ideologisch verblendete und moralisch abgehobene Ampelregierung. Die ist einfach nur noch peinlich. Und wir aber, wir als Bevölkerung, und deswegen sind die Ausländer, das sehen die da draußen, das sehen die auch in Luxemburg, auch wenn es die Mainstream-Presse, also die Altmedien nicht bringt, die sehen, dass wir, die Bevölkerung, wir das Volk, dass wir uns das nicht bieten lassen, dass wir klar bei Verstand sind und klar sehen, in welches Messer dieser rot-grüne Faschismus rennt. Deswegen ist es so wichtig, dass wir durchhalten, damit wir dieses Land aus diesem dornröschen Schlaf retten und die politische Wende herbeiführen. Und wenn es vielleicht noch nicht heute und noch nicht morgen oder noch nicht nächste Woche ist, aber wir geben nicht auf, sonst wäre dieses Land verloren. Seid ihr mit dabei? Yeah. Danke, Delic. Danke, Markus Fuchs, dass du hier bist überhaupt und für diese sehr, sehr schöne Rede. Wir kommen jetzt gleich zu unserem nächsten Redner.